Moin, hier ist Grüne Ente und heute werde ich mal versuchen, ein bisschen besser Häuser bauen zu lernen. Ich habe hier mal hingebaut, was ich sonst so bauen würde. Hier haben wir eine wunderbare Tür. Die Tür öffnet sich auch automatisch. Dann können wir hier reingehen. Dann haben wir hier eine Werkbank. Ist auch alles ausgeleuchtet. Aber heute möchte ich mal versuchen, auf ein nächstes Level zu gehen. Denn häufig sind die Sachen, die ich in den Projekten baue, häufig aus dem Internet. Und jetzt versuche ich mal komplett frei Hand ein Haus hier irgendwie hinzubauen. Und ich würde mal sagen, ich mache da draußen eine Timelapse. Ach so, das Ganze mache ich wegen einem Projekt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es irgend bei einem anderen YouTuber schon mitbekommt. Es gibt ein relativ großes YouTube-Projekt, nennt sich Apodia. Das Ganze startet Freitag. Da ich ja immer einen Tag im Vorhinaus aufnehme, kommt dann das Video zu Apodia am Samstag. Und das Ganze wird ein etwas längeres Projekt jetzt werden, wo wir mit ganz vielen verschiedenen YouTubern und Streamern zusammen Minecraft-Roleplays machen oder Minecraft Roleplay Survival spielen. Und das nur noch mal als kleine Info, warum ich jetzt ein Haus hinbauen möchte und ein bisschen besser werden möchte im Freien Bauen. Also, ich würde dann mal sagen, ich mache eine kurze Replay-Aufnahme und ich hoffe mal, die gefällt euch. Finding reasons to smile and to laugh and
So, jetzt haben wir das Haus hier endlich fertig. Ich hoffe mal, die Timelapse war nicht allzu langweilig. Aber ich finde es immer ganz nice, wie solche Häuser dann entstehen, in einer Timelapse eigentlich am Jahr anzuschauen. Ich hoffe mal, dass man einen leichten Unterschied zwischen dem Haus und dem Haus sehen kann. Übrigens, falls ihr es nicht bemerkt habt, das hier war das, was ich vorhin gebaut hatte. Und das ist das Neue jetzt, also nicht verwechseln. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt so ein paar Sachen dazu gelernt habe. Hier Einrichtungen mal wieder super. Auf jeden Fall, ich habe leider jetzt keine Zeit mehr für Einrichtungen, da das Ganze jetzt schon 2 Stunden gedauert hat und ich für jeden Tag irgendwie nicht so viel Zeit habe, um aufzunehmen. Aber ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein gutes Haus. Und nochmal zum Projekt Apodia, startet, wie schon gesagt, am Freitag, aber Samstag kommt dann die erste Folge. Und ich würde dann auch mal sagen, das war's mit der heutigen Folge. Lasst kein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder.